Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Gott will, dass du du bist. Er ist nicht auf der Suche nach Kopien, sondern nach Original. Hört ihr? Jeder von euch ist ein Original. Wenn das Adlerjunge flügge wird, das hat Gott ja für uns alle vorgesehen, dass wir wie die Adler fliegen können. Dann wäre es schön, wenn die Mutter nur sagen müsste, hey Kleines, es ist an der Zeit, das Nest zu verlassen und zu fliegen. Doch das Adlerjunge denkt nicht daran, das Nest zu verlassen. Dort ist es nämlich sehr schön. Warum sollte es daran etwas ändern? Die Adlermutter beginnt nun damit, jeden Tag Dinge aus dem Nest zu entfernen. Weg damit. All die Dinge, die es gemütlich machen. Die Federn, Schaumgummiteile, die sie zuvor gesammelt hatte, eben alles, was weich und kuschelig ist. Ziemlich schnell sitzt der kleine Adler in einem Nestgerippe, das hauptsächlich aus Dornen besteht. Und rauen, alten Ästen, die zwar stabil, aber nicht sehr gemütlich sind. Um es kurz zu machen, irgendwann klettert das Adlerjunge an den Rand und denkt, ich weiß nicht, hier ist es nicht mehr so schön. Vielleicht ist es da draußen besser. Nun tut die Mutter ihrem Kind einen großen Gefallen. Sie schnappt sich das Junge, fliegt mit ihm in die Luft und lässt es fallen. Kurz bevor es auf dem Boden aufschlägt, fängt die Mutter das Junge im Sturzflug auf. Oh Mama, du hast mich ja doch lieb. Versteht ihr, was ich damit meine? Sie fliegt mit dem Jungen wieder hoch. Und das Ganze wiederholt sie so oft, bis das Adlerjunge schließlich beginnt, selbstständig zu fliegen. Genau das ist es, was Gott von uns möchte. In Jesaja Kapitel 3, Vers 1 lesen wir, dass Gott uns alles wegnimmt, worauf wir uns verlassen. Worauf verlasst ihr euch? Wisst ihr, Gott möchte, dass wir in ihm, in seiner Liebe und in seinem Wort verwurzelt und gegründet sind, damit nichts auf der Welt uns unsere Zuversicht rauben kann. Selbst wenn wir Angst haben, muss uns das nicht aufhalten, da wir durch Gott den Mut haben, vorwärts zu gehen. Selbst wenn unsere besten Freunde sich gegen uns wenden, mag das zwar wehtun, aber Jesus ist immer noch da, nicht wahr? Come on now. Worauf stützen wir uns? Was ist nötig, damit unser Glaube an Jesus stark bleibt? Ist es eine Gruppe christlicher Freunde, die dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen? Ist es eine bestimmte Aufgabe, die uns hilft, zufrieden zu sein? Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Nachdem ich 5 Jahre bei mir zu Hause einen Bibelkreis geleitet hatte, arbeitete ich 5 Jahre in einer Kirche in meiner Stadt. Dort lernte ich eine Menge. Es ging durch gute Zeiten, aber auch durch schwierige Zeiten. Ich stellte fest, dass man nicht gut leiten kann, wenn man selbst Probleme damit hat, sich Leitern unterzuordnen. Das war nicht leicht für mich. Wenn ihr also darauf wartet, endlich eine Führungsposition einzunehmen, ihr aber Schwierigkeiten habt, andere Leiter anzuerkennen, macht damit, was ihr wollt. Gott fing also an, mich darauf vorzubereiten, dass ich meine Stelle verlassen sollte, um diese Arbeit hier aufzubauen. Das machte mir wirklich Angst. Immer wieder hörte ich, geh nach Norden, Süden, Osten und Westen. Doch das Problem war, dass mich dort niemand kannte. In St. Louis schon. Hier hatte ich eine kleine Radiosendung. Doch das war's. Was sollte ich im Norden, Süden, Osten und Westen? Wisst ihr, wenn Gott wirklich etwas von euch will und ihr trödelt herum, dann kann es euch sehr unglücklich machen.
Wer weiß, wie das ist, wenn Gott einen immer und immer wieder auf etwas aufmerksam macht? Wisst ihr, Dinge, die ich sonst gerne gemacht hatte, wie Besprechungen und Gruppentreffen, plötzlich hatte ich das alles satt. Ich hatte überhaupt kein Interesse mehr daran. Alles war... Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Schließlich drang Gott zu mir durch und ich gab meinen Job auf. Alles, was ich mitnehmen konnte, war ein ramponierter Schreibtisch und ein Taschenrechner. Ich fing an, Veranstaltungen im Norden, Osten, Westen und Süden von St. Louis durchzuführen. Gott hatte gesagt, geh nach Norden, Süden, Osten und Westen. Und wie ein kleines Kind versuchte ich, das zu tun, was ich tun konnte. Inzwischen habe ich etwas herausgefunden, das ich damals noch nicht wusste. Wisst ihr, wenn man etwas hat, merkt man oft nicht, wie abhängig man davon ist, bis Gott einmal daran rüttelt und es einem wegnimmt. Worauf verlasst ihr euch? Bleibt ihr auch dann zuversichtlich, wenn ihr eure Freunde verliert? Vertraut ihr Gott weiterhin, wenn euer Freundeskreis euch ablehnt, weil ihr euch entschieden habt, im Glauben voranzugehen? Kommt ihr damit klar? Geht ihr weiter mit Gott? Oder knickt ihr ein und versucht ihr wieder, anderen zu gefallen? Hört mal, ich rede zu Menschen, die mit Gott vorankommen wollen. Nicht mit solchen, die Adlerbabys bleiben wollen. Ich spreche zu denen, die Adler sein wollen, okay? Amen. Wollt ihr fliegen oder nur mit den Flügeln schlagen? It's up to you. Es liegt an euch. Wisst ihr, als ich für die Kirche arbeitete, war ich, ja, ziemlich beliebt. Wenn der Pastor nicht da war, predigte meistens ich. Ich war stellvertretende Pastorin. Ich lehrte an der Gemeindebibelschule. Ich hielt wöchentliche Frauentreffen ab, zu denen mehrere hundert Frauen kamen, was für die Stadt schon etwas Besonderes war. Vor dem Kirchengebäude hatte ich meinen eigenen Parkplatz mit einem Schild, auf dem mein Name stand. Es gefällt uns, unsere Namen zu lesen, nicht wahr? Come on now. Im Gottesdienstsaal hatte ich einen Sitzplatz in der ersten Reihe mit meinem Namen drauf. Da befanden sich Schilder, auf denen stand Joyce Meyer, Dave Meyer. Wehe, jemand anders setzte sich dorthin. An der Tür zu meinem Büro stand mein Name. Auf meinem Schreibtisch stand ein Schild mit meinem Namen. Bei den wöchentlichen Bekanntmachungen erschien mein Name als Mitarbeiterin. Ihr merkt schon, ich war wichtig. Seid ihr noch da? Als ich dann ging, hatte ich keinen Parkplatz mehr mit meinem Namen. Ich musste mir einen suchen, wie jeder andere auch. Mein Name stand auf keinem Sitz. Ich saß dort, wo ich einen Platz fand. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Ich wurde zu keinem Gruppentreffen und zu keinem Leitungstreffen mehr eingeladen. Wenn ich sonntags morgens in den Gottesdienst ging, fühlte ich mich völlig fehl am Platz, als wäre ich ein Nichts. Seht mal, Gott hatte andere Pläne mit mir. Und er arbeitete so lange an mir und entfernte alles, bis ich das Vertraute schließlich hinter mir ließ. Und dann führte er mich weiter, sodass diese Arbeit hier entstehen konnte. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wie sehr wir versucht sind, zurückzulaufen, anstatt uns auf das einzulassen, was vor uns liegt. Ich glaube, dass einige von euch sich jetzt angesprochen fühlen. Manche von euch befinden sich in einem Zwischenstadium. Es gab einen Startpunkt und ihr habt auch ein Ziel vor Augen. Aber im Moment befindet ihr euch mittendrin. Haltet durch. Ich kann euch sagen, meine Veranstaltungen waren kleiner, nachdem ich die Kirche verlassen hatte. Ich arbeitete härter. Ich war viel allein. Und manchmal dachte ich, das soll jetzt besser sein? Ich wollte zurück zu dem, was ich gehabt hatte. So viele Frauen. Kehren immer wieder zu einem Mann zurück, der sie herablassend behandelt
sie niedermacht, vielleicht sogar schlägt, sie benutzt und misshandelt. Ihr schafft es zu gehen, aber wenn die Einsamkeit kommt, wird es schwierig. Er macht euch ein paar Versprechungen. Und ihr lauft zurück. Ich möchte, dass ihr dort bleibt, wo Gott euch haben will. Ich fordere euch nicht auf, vor schwierigen Situationen wegzulaufen. Doch ihr habt etwas Besseres verdient, als von jemandem verprügelt, missbraucht und ausgenutzt zu werden. Hört mir mal gut zu. Ihr helft dieser Person in keiner Weise, wenn ihr das zulasst. Wenn ihr schon um eurer selbst willen keine Grenzen setzt, dann tut es zumindest für diese Person. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, sagt Jesus. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ihr seid sehr wertvoll. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich drauf und dran war, zu meinem alten Job zurückzukehren. Ich hätte jederzeit zurückgekonnt. Aber ich bin so froh, dass ich mich durchgebissen habe. Manchmal macht es mir Angst, darüber nachzudenken, was wir alles aufgeben, wenn wir nicht dranbleiben und durchhalten. In Philipper 3 sagt Paulus, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Mit aller Kraft laufe ich dem Ziel entgegen. Es gab eine Zeit, in der Gott hart mit mir daran arbeitete, dass ich mich für meine Eltern einsetzte. Ich konnte das damals nicht verstehen. Warum bat Gott mich, für zwei Menschen zu sorgen und sie zu unterstützen, obwohl diese nie etwas für mich getan hatten? Ich sollte ihnen ein Haus und Möbel kaufen, sie versorgen, sicherstellen, dass sie etwas zu essen hatten, mich darum kümmern, dass der Rasen gemäht war, Pflegedienste bezahlen und so weiter. Warum verlangte Gott das von mir? Es war einfach nicht fair. Aber wisst ihr was? Gott tut das die ganze Zeit für uns. Auf unerklärliche Weise veränderte sich das Ausmaß meines Dienstes, nachdem ich beschlossen hatte, den Groll und all die Bitterkeit meinen Eltern gegenüber loszulassen. Als ich anfing, meinem Vater in Liebe zu begegnen, wuchs unser christliches Werk. Hört mal. Gott hält viel mehr für euch bereit. Doch es gibt Dinge, die ihr erst ablegen müsst, um voranzukommen. Wisst ihr warum? Neue Aufgaben bringen neue Herausforderungen mit sich. Vielleicht kommt ihr hier unten noch mit einigen Sachen durch. So wie der kleine Adler. Doch wenn ihr auf eine höhere Ebene kommen wollt, müsst ihr manchen Ballast vorher loswerden. Amen. Stimmt's? 5 Jahre lang leitete ich einen Bibelkreis bei mir zu Hause. Dann spürte ich, wie Gott zu mir sagte, ich solle damit aufhören. Er sagte, siehe, ich mache etwas Neues. Oh, ich war begeistert. Ja, danke Gott, jetzt werden meine Träume endlich wahr. Doch Gottes Vorstellung von etwas Neuem war, dass ich ein Jahr lang gar nichts machte. Ich kam mir vor wie ausrangiert. Kennt ihr das auch? Zuerst bringt man einige wenige Früchte hervor und dann keine mehr. Die kleinen Früchte, die ich hervorgebracht hatte, waren auf einmal nicht mehr da. Doch irgendwann konnte ich sehr viele Früchte ernten. Okay, ich will euch mal von den kleinen Früchten erzählen. Am Anfang kamen 25 Personen zu mir nach Hause und ich lehrte sie biblische Wahrheiten. Jetzt ist es völlig anders. Ich habe das Vorrecht, zu Menschen auf der ganzen Welt zu sprechen. Doch es begann mit 25 Personen. Seit dem Zeitpunkt ist viel passiert. In mir waren jedoch Dinge, die ich nicht von hier unten mit auf die nächste Stufe nehmen konnte. Ängste und Unsicherheiten. Ich verglich mich zu oft mit anderen.
Aber Gott wollte, dass ich bin. Und er will, dass du bist. Er ist nicht auf der Suche nach Kopien, sondern nach Originalen. Das ist wahr. Hört ihr? Jeder von euch ist ein Original. Seid deshalb ihr selbst. Alle anderen sind schon vergeben. Fangt an, euch zu mögen und wertzuschätzen. Lernt gut, mit euch selbst umzugehen. Denn wo immer ihr hingeht, trefft ihr auf euch. Ich habe folgende Geschichte gehört und halte sie für wahr. Auch wenn ich keine Botanikerin bin. Stellen wir uns mal jemanden vor, der eine Pfirsichplantage hat. Wie wir wissen, beginnt alles mit einem Samen. Man pflanzt ihn ein und hat schließlich einen Baum, auf dessen Früchte man hofft. Ihr wartet und wartet. Übertragt das mal auf euer Leben. Ihr habt gewartet und gewartet und plötzlich entdeckt ihr diese winzigen, flaumigen, süßen, wonnigen Babypfirsiche an den Zweigen. Oh, danke Gott, endlich Früchte. Der kluge Obstbauer jedoch geht hin und pflückt sie alle ab und lässt sie nicht heranreifen. Er will verhindern, dass der Baum immer nur kleine Früchte trägt. Im nächsten und vielleicht auch im übernächsten Jahr macht er das ebenso. Die Frucht ist vielleicht schon größer, aber er sagt, nein, das ist noch nicht das, was ich will. Also pflückt er sie wieder ab. Wenn ihr der Baum wärt, würdet ihr denken, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe so lange gewartet und mich wirklich angestrengt. Ich habe hier gestanden und gestanden und gewartet und gewartet. Jetzt bringe ich endlich Pfirsiche hervor und du pflückst sie ab und wirfst sie weg? Also, ihr müsst das aufs Geistliche übertragen, sonst könnt ihr mir nicht folgen, sondern denkt nur, diese Frau hat ihren Verstand verloren. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, von Dave auf dem Klo bis zu Pfirsichen, die man wegwirft. Wie kann man bloß so viel Spaß in einem Gottesdienst haben? Doch wenn der Obstbauer das so macht und es 2 oder 3 Jahre durchhält, dann hat er am Ende die besten, größten und gesündesten Pfirsiche, die man sich nur vorstellen kann. Mein Bibelunterricht mit 25 Teilnehmern pro Woche war wie diese kleinen Babypfirsiche. Wir saßen im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Ich lehrte aus der Bibel. Am Ende gingen alle nach Hause und kamen in der darauffolgenden Woche wieder. Es war prima, eine gute Zeit in meinem Leben. Aber Gott sagte, okay, Schluss damit. Ich mache etwas Neues. Das nächste Jahr verbrachte ich dann damit, wie meine Nachbarin sein zu wollen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon, ich will euch damit nicht langweilen. Aber sie war schöner wohnen in Person und ich war weit davon entfernt. Ich hatte keinen Sinn für schöne Arrangements. Bei mir läuft das so, bringt die Möbel, stellt sie dahin und dort bleiben sie dann für die nächsten 20 Jahre stehen. Sie hingegen arrangierte ihre Möbel immer wieder neu. Ihr Haus sah jeden Monat völlig anders aus. Sie mähte ihren Rasen und malte Bilder und ich kriegte den Rasenmäher noch nicht einmal an. Wenn an Daves Hemd ein Knopf fehlte, nähte er ihn besser selbst an, denn bei mir wäre er bald wieder abgefallen. Doch der Teufel, ja, der Teufel fing an, mir einzureden. Du musst mit diesem Ich will die Welt verändern Kram aufhören und endlich eine normale Frau werden. Sei einfach wie alle anderen. Hört ihr mir zu? Meine Nachbarin versuchte mir beizubringen, wie man näht. Sie hatte außerdem einen Gemüsegarten, also dachte ich, ich müsste auch einen haben. Was für ein schreckliches und vergeudetes Jahr.
Ich wollte eigentlich gegen Dämonen kämpfen, doch stattdessen versuchte ich, Tomaten einzumachen. Wer von euch hat den Mut, seinem Herzen zu folgen? Und ja, wenn ihr die Gabe habt, Tomaten einzumachen, dann tut es. Das ist völlig in Ordnung. Doch wir müssen nicht wie jemand anders sein. Mit dem Nähen hat es bei mir jedenfalls nicht geklappt. Es war verrückt. Aus dem Gemüsegarten wurde auch nichts. Als die Tomaten reif waren, kamen Käfer und fraßen über Nacht Löcher in meine Tomaten. Meine Nachbarin wohnte direkt nebenan. Die Entfernung war nicht größer als von einem Ende der Bühne zum anderen, doch ihre Tomaten waren okay. Und meine waren hinüber. Obwohl ich für die Tomaten gebetet hatte, da ich eine Frau des Glaubens bin. Come on now. Unbegreiflich. Wisst ihr, ich konnte leider nicht auf eine Bibelschule gehen. Stattdessen habe ich die Schule des Heiligen Geistes besucht. Also, ich rief meine Nachbarin an. Wir wollten die Tomaten an dem Tag einmachen und ich sagte, unsere Ernte ist hinüber. Sie fragte, wovon redest du? Ich erwiderte, meine Tomaten sind voller Löcher. Sie ging hinaus zu ihren Tomaten und rief mich zurück. Meine sind in Ordnung. Da wandte ich mich an Gott und sagte, was ist hier los? Ich habe für meine Tomaten gebetet. Und er antwortete, ich habe dir nie gesagt, dass du Tomaten anbauen sollst. Deshalb bin ich auch nicht verantwortlich dafür, auf sie zu achten. Come on. Vielleicht tut ihr etwas Vergleichbares, doch es funktioniert nicht. Hey, das macht richtig Spaß hier. Ich glaube, es ist heute dran, den Gedanken loszulassen, dass es nicht okay ist, so zu sein, wie ihr seid. Kommt, es ist an der Zeit, dass ihr endlich aufhört, euch selbst zu hassen, euch abzulehnen und ständig zu kritisieren. Fangt an zu verinnerlichen, dass Gott euch mit seinen eigenen Händen erschaffen hat. Er gab euch eure Persönlichkeit. Er gab euch eure Begabungen und eure Schwächen. Ich sage euch, Gott möchte, dass ihr seid, wer ihr seid. Erst wenn ihr euch entscheidet, so zu sein, wie ihr seid, werdet ihr das, was Gott für euch bereithält, erreichen können. Amen, 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 Amen. Es ist an der Zeit, einige Dinge loszulassen. Gottes Zeitplan gefällt uns oft nicht, doch Gott handelt immer zum richtigen Zeitpunkt. Wenn ihr möchtet, dass sie etwas loslassen, dann vertrauen sie darauf, dass es das Beste für sie ist, auch wenn es weh tut. Später werden sie dankbar dafür sein.